gut von mir aus. Ja. Und wenn es auch nur zum Spaß ist. Hey, was hat der Herr Herzog heute zum Frühstück gewünscht? Die dänische Suppe hat er geruht zu befehlen. Dazu die roten Hamburger Klößchen. Getraust du dich, diese schwierige Speise zu kochen? Die habe ich schon oft gekocht. So, so. Gebt ihm alle Zutaten, die er verlangt. Jawohl. Los, hebt ihn heraus. Das wird ja nie was. Raus mit dir. Das wird eine schöne dänische Suppe. Einen Hocker, schnell. Ist der Käsefisch an den Kleinen an. Hoppala. Na, jetzt zeig mal, was du kannst. Fleischbrühe? Na, die kann auf keinen Fall schaden. Kochlöffel? Kochlöffel? So einen Koch habe ich noch nie gesehen. Setzt ihm doch wenigstens eine Mütze auf. Salz! So, na also. Ja, ja, gut, gut. Nur weiter so. Schnell, schnell, Butter, Eier, Grieß, Muskatnuss. Die roten Klößchen, die bringt er nie heraus. Die sind ein Geheimnis. Ah. Schnell, schnell. Na nun, dreimal kalt abgeschreckt. Wer hat sich erschreckt? Ach, niemand. Der Kleine hat die Suppe dreimal kalt abgeschreckt. Paprika. Ach so. Die Probierlöffel, aber die fix. Paprika. Schnell. Die Probierlöffel für einen Oberküchenmeister. Pfeffer. So. Pfeffer. Ach, ja, ja. Oh. Magentrost. 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 Gut. Das riecht aber gut. Das riecht sogar sehr gut. Das macht sicher das Kräutlein Magentrost. Doch endlich. Delikat. Vorzüglich. Einfach köstlich. Beides Herzogs Leben. Für wahr, köstlich. Köstlich, dass ich den größeren Löffel erwischt habe. Du bist wirklich ein Meisterkoch. Ah, ja, 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 danke. Ja, ja, das Kräutlein Magentrost, das gibt der Suppe einen ganz besonderen Geschmack. Ja, ja. Bravo, großartig. Gratuliere, gratuliere, bravo, bravo. So gut geschlafen, dass er ordentlich Hunger hat. Das Frühstück ist gut.
Nein, den Oberküchenmeister. Den Oberküchenmeister? Wo hast du denn das Kochen gelernt? Du kochst ausgezeichnet, besonders die Hamburger Klöße. Der Oberküchenmeister zum Herrn Herzog. Was, ich? Ja, aber wieso denn? Siehst du, dein Frühstück scheint ihm doch nicht zu schmecken. Du meine Güte, ich muss zum Herzog. Du lieber Himmel, du hast bestimmt das Frühstück verdorben. Das kann ja heiter werden. Jetzt wird's gefährlich. Hätte ich doch nur selber gekocht. Jetzt geht's mir an den Kragen. Herein mit euch. Wer hat heute mein Frühstück zubereitet? Herzog. Keine Sorge. So köstlich war es noch nie, seitdem ich Herzog bin. Wie heißt der Koch? Ich will ihm ein paar Dukaten zum Geschenk machen. Herr, das ist eine wunderbare Geschichte. Man hat mir heute früh einen Zwerg gebracht, der durchaus Koch sein wollte. Einen Zwerg? Ja. Holt ihn her, den will ich sehen. Ja. Und jetzt den Nachtisch. Den Nachtisch. Hier. Na, und wo bleibt mein Bim-Bim? Da, hier ist er. Komm her, komm. Ja, mein Kleiner. So. Und vergiss nicht die Verbeugung. Na, guten Morgen, Bim-Bimchen. Wie geht's dir denn? Und wirst du schön brav sein und deinen Morgenspaziergang machen, verstanden? Ach, der Zwerg, da ist er ja. Ja, die dänische Suppe war heute ganz besonders gut. Na, keine Angst, komm nur her. Geh nur. Sehr schön. Na, los, komm nur näher. Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Willst du bei mir bleiben? Ja, Herr. 50 Dukaten. Will ich dir jährlich geben. 50 Dukaten? Ein Festkleid, ein Festkleid. Ein Festkleid. Und zwei Paar Beinkleider dazu. Zwei Paar Beinkleider. Außerdem werde ich dir die Würde eines Unterküchenmeisters verleihen. Unterküchenmeister. Dafür musst du mir aber mein Frühstück jeden Morgen selbst zubereiten. Selbst zubereiten. Ja, Herr. Und es mir persönlich servieren. Persönlich servieren. Du sollst Zwerg Nase heißen. Nase beißen. Nase heißen. Na, wie kann der Schreiber das denn falsch verstehen? Die hier. Und der Jakob musste sofort unterschreiben. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Herr Hauptmann, der Herr Herzog hat ihn zum Unterküchenmeister befördert. 50 Dukaten soll er jährlich bekommen. Der kleine Kerl, jawohl, ein Festkleid und zwei Paar Hosen. Und er soll von nun an Zwergnase heißen. Das passt doch großartig zu ihm. Da kann man ja nur gratulieren, Herr Unterküchenmeister. Das müssen wir gleich den anderen erzählen. So was, das ging aber schnell. So, jetzt rauf mit ihm. So, rutschig. Was ist denn da los? Schau mal, was sie da machen. Warum schreien die denn Bravo? Du bist wirklich ein Prachtkoch. Verzeih bitte. Herhören. Herrn Zwergnase wurde vom Herzog die Würde eines Unterküchenmeisters verliehen. Morgen, Herr Herzog. Aber eines Tages wurde der Jakob noch mehr geehrt. Komm her, kleiner Mann, setz dich. Aber wo ist denn Bim-Bim? Bim-Bim, 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 Bim-Bim.
Bim, bim, komm her. Komm, hier ist er. Da bist du ja. Hast du Hunger? Ja. Du kommst später dran. So, du darfst heute auf den Ehrenplatz sitzen. So, und jetzt wollen wir es uns schmecken lassen. Hier, da. Zuerst kommt der Herr Hauptmann dran. Ah, so ist recht. Und nun der Herr Oberküchenmeister. Ja, ja. Los, Mund aufmachen. Vorwärts. Nochmal. Was? Das schmeckt nicht, wahr? Und Zwergnase kommt zuletzt dran. Er muss am meisten essen, weil er ja noch wachsen muss. Hier, erst ein Stückchen Schokolade. Schmeckt's? Ja, danke. Und nun bekommst du auch deine Torte. Aber dich kann ich nicht füttern, dann wegen deiner Nase. Zwergnase, so heißt der Jakob nun überall. Er ist bekannt in der Stadt und im ganzen Land. Das sind alles Köche. Die müssen viel Geld bezahlen, nur damit sie zusehen dürfen, wenn der Jakob kocht. Und alle mögen den Jakob gern, denn er ist gut und gerecht. Besonders gern mag ihn der Oberküchenmeister. Kümmel. Kümmel. Salz. Salz. Quindel. Quindel. Pfeffer. Pfeffer. Nelken. Nelken. Salbei. Salbei. Lorbeer. Lorbeer. Hey. Lorbeer. Ingwer. Ingwer. Suppenterrine. Suppenterrine. Schöpflöffel. Oh. Guten Tag, Meister Nase. Ich möchte gerne bei euch kochen lernen. Habt ihr das gehört? Er möchte bei mir kochen lernen. Willst du ein guter Koch werden oder ein schlechter Koch? Ich möchte gerne ein guter Koch werden. Mhm. Ja, dann werde ich dir mal sagen, was ein guter Koch alles können muss. Und pass schön auf. Ein Koch muss gute Soßen rühren und den Löffel rechts rumführen. Ein Koch muss gute Soßen rühren und den Löffel rechts rumführen. Muss Fleisch und Leber fleißig hacken, wenn er will Pasteten backen. Fleisch und Leber fleißig hacken, 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 wenn er will Pasteten backen. Muss Fleisch und Leber fleißig hacken, wenn er will Pasteten backen. Und wiegen hin und wiegen her, wiegen, das geht oft recht schwer. Und wiegen hin und wiegen her, hin und her und hin und her, wiegen, das geht oft recht schwer. Nase heißt der kleine Zwerg, was der kocht, ist Meisterwerk. Ei und Sahne schlagen, ein Koch muss sich schon plagen. Ei und Sahne schlagen, ein Koch muss sich schon plagen. Und Teig aus Wellen dünn und fein, das müssen gute Nudeln sein. Und Teig aus Wellen dünn und fein, das müssen gute Nudeln sein. Und Schlecken, Schlecken immer zu, Honig, süße Milch, hey du! Schlecken, 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 Schlecken. Pfeffer, Salz in jedes Essen darf niemals ein Koch vergessen. Pfeffer, Salz in jedes Essen darf niemals ein Koch vergessen. Pfeffer, Salz in jedes Essen darf er nicht vergessen. Das Allerschönste am ganzen Koch ist seine weiße Mütze doch. Das Allerschönste am ganzen Koch ist seine weiße Mütze doch. Willst du all die schweren Sachen, die ich dir gezeigt hab, machen? Meister Nase, lieb und klein, will ein guter Lehrling sein. Jetzt ziehen wir ihm den Staatsrock an und dann fährt der Herr Unterküchenmeister auf den Markt und kauft ein. So, gut siehst du aus. Alles ist in Ordnung. Also, du weißt Bescheid, nicht wahr? Wir brauchen vor allem ein paar schöne, fette Gänse. Und du gehst schon voraus und sorgst dafür, dass der Marktwagen für den Herrn Unterküchenmeister angespannt wird. Jawohl. Los, geh schon. So,